Was hatte Monkey noch geschrieben? Meistens passiert, dass Punkt eine Domain wird. Ja, Punkte funktionieren ja nicht, deswegen sage ich euch keine Satzzeichen. Das ist bei Twitch genauso. Deswegen müssen wir jeden Tag... Monkey, also wenn du dir eine Sonderaufgabe suchst, die du aber freiwillig ausführst, dann ist das nicht... Also darfst du gerne machen, solange es im Rahmen ist, aber dann ist es nicht mein Bier. Ne? Dann brauchst du dich da nicht beim Lord beschweren hinterher. Warum nicht? Jetzt funktioniert es aber, wenn Hydra auch schreibt, ich bin da jetzt. Das verstehe ich nicht. Hat das was mit dem Wort bauen zu tun? Beats mit sagen, ja, ihr Schnittchen. Ja, ist auch was Kreatives. Also das ist was anderes als halt immer dieses, ich kann das nicht mehr hören, wenn immer alle sagen, Chat, Chat, Chat. Das ist langweilig. Das ist auch nicht meins. Ich brauche da was Einzigartiges, ich brauche da euch. Ups. Ja. Deswegen ziehen wir das auch so durch. Zieh das mal so durch. Zieh das mal so durch, ja. Zieh das mal so durch. Zieh das mal so durch. Beim Bauen dein Sklave. Das ist ein geiler Satz, Alter. Beim Bauen dein Sklave. Sklaventime. Hüter, du bist doch auch schon auf dem Discord, richtig? Ja, Hydra ist auf dem Discord. Ich weiß ja nicht, wie das, oder allgemein an alle, die jetzt gerade da sind, ich weiß ja nicht, wie das bei euch zeitlich aussieht, aber wenn Centus da auch das okay gibt zusätzlich, von mir aus könnt ihr gerne das Schloss halt mit hochzimmern. Können wir uns da gerne über den Discord mal austauschen wegen Zeiten und ob ihr dann hier nur im Minecraft-Chat schreiben wollt oder ob ihr dann auch mit der Stimme dabei sein wollt. Das ist natürlich alles eure Entscheidung. Aber da können wir gerne da mal uns austauschen, da ist ja der Centus auch dabei, wenn wir es auf dem Server machen. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Keine Sorge, nur bildlich gesprochen, ich gehe dann doch lieber ins Käsehaus. Aber bei Käse ist auch schon eine geile Sache. Also Käsefüße hätte jetzt auch keinen Bock drauf. Aber also so ein kräftiger Käsefuß. Cheddar oder sowas ist schon... Du bist schon wieder frech, ne? Wieso schon wieder? Bin ich schon die ganze Zeit? Was erwartest du denn? Ja, okay, immer noch, sorry. Ich musste kurz die kleine Maus ins Bett tun. Schläft die Maus denn jetzt auch, Ghost Girl? Lord Dark, der alte Käsefuß. Ja, das stimmt. Die Hydra wünscht der Maus eine gute Nacht. Hydra, greif dich nicht an dem Mäuschen, ne? Das Mäuschen ist kein Futter. Hui. Das Mäuschen ist kein Mäuschen. Er hat gesagt, er schützt. Hat er doch schon gesagt. Ah, der zwei Köpfe unten können ja unter anderem ein bisschen gemein sein, ne? Deswegen sag ich's nur nochmal. Also die zwei Außenseiterköpfe. Mäusezähnchen geputzt. Ja, ich weiß nicht, ob das Außenseiter sind. Das habe ich ja, also keine Ahnung, aber beiden, die eventuell mal gemein sein können. Ja, die hat die ganze Zeit in meinem Pullover geschlafen. Oh, crazy, das stelle ich mir krass vor, wenn so ein kleines Tierchen im eigenen Pullover schläft. Das ist bestimmt heftig. Ich hatte als Kind mal eine Katze, die hat dann immer auf mir geschlafen oder an mir oder so. Das ist auch schon geil. Ein Mäuschen geht die nicht mal als Apparativ durch. Hydra, ey. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ohne Punkt und Komma. Hydra, Hydra, Hydra. Das ist schade, dass der Zoom begrenzt ist. Oh nein, ist er doch nicht. Oh, ich kann mit dem Mauser noch viel mehr zoomen. Guckt euch das an. Ich kann den Centus einfach... Jetzt ist er weg. Ist er hinter den Bäumen verschwunden. Ich kann einfach noch ranzoomen. Wie zoomst du eigentlich? Das ist komplett krass. Na, auf C habe ich ja meinen normalen Zoom und mit dem Mausrad kann ich das dann noch erweitern. Bei mir ist das auf V. Guck mal am Lager, guck mal da ein bisschen raus an der Seite, bitte. Ja, da, ich sehe es. Bei mir ist das also, einfach V. Das will Lizentus. Hast du deine echte Maus bei jetzt? Ist klar. Deswegen meinte ich ja, dass das bestimmt krass ist mit dem... Guck mich mal nochmal an. Ja, ich sehe dich jetzt ganz scharf. Mit deinen komischen Ash-Dingern auf dem Kopf. Ich winke die ganze Zeit und dabei zoome ich.
Weil es einfach beides auf eine Taste gelegt ist. Oh. Ich weiß nicht, mache ich was nebenbei? Ich drücke mal die ganze Zeit C jetzt. Headshot, ja, das wäre schön. Das hätte er auch richtig verdient, ne? Ah, da bin ich bei dir, Matthias. By the way, die Tastenkombination. Du sag es nicht. Nein, Kackbogen weg. Das wäre eh zu hoch gewesen. Aber ich hätte getroffen. By the way, die Tastenkombination zum die verschiedenen Game-Mode. F3 und F4. Ah, ob ich das gefahrlos drücken kann? Ah, ich vertraue dir da mal. Mach das lieber nicht, bevor du wieder halt was Falsches beim Aufnehmen gedrückt hast oder so oder Stream. Nein, das habe ich immer zusätzlich auf Alt gelegt. Also da weiß ich. Ach, hast du das jetzt gemacht? Hast du das gemacht, wie ich bei das mit Steuerung F10 und so? Nee, ich habe das immer noch so wie vorher. Guter Call, Hydra. Dafür kriegst du einen klitzekleinen Pluspunkt. Maus auf mich. Katze auf mich. Das ist crazy. Matthias, du sammelst ja auch richtige Pluspunkte heute. Tapping ist kein Winken. Hast du das gehört, Centus? Was? Ach ja, auch das braune Spermium. Ja, doch. Matthias. Wenn ich es eigentlich gar nicht wissen wollte, woher das braune Spermium kam. Aber gut. Irgendwas muss mein Charakter doch in Minecraft machen. Ich habe auch Dark RPG gezockt und finde echt krass, was da für Strukturen verbaut sind. Das macht voll Spaß zum Erkunden. Ja, ich bin ja eigentlich auch eher so der erkunden wollte von Anfang an, aber Centus ist dann immer ein bisschen faul und alleine erkunden ist halt nicht ganz so spannend wie zu zweit. Deswegen, ich habe ja schon ein paar Dungeons, habe ich hier schon, da warst du glaube ich auch dabei. Ich war auch schon alleine erkunden. Ja, können wir ja mal zusammen machen beim nächsten Mal oder so. Ein paar Sachen haben wir hier schon mal entdeckt. Hier ist ja auch zum Beispiel das nächste Dorf. Hier ist so ein fettes Ding. Da ist so ein Ding. Friedhöfe sind hier auch noch irgendwo, wo wir nochmal hin müssen. Hier zum Beispiel ist einer. Da ist ein Dungeon. Also gibt schon wirklich fast viel hier. Deswegen haben wir das ausgewählt am Anfang. Die Cobblestone-Farm funktioniert nicht mehr. Das ist nicht so geil. Weißt du warum? Sarah ist wieder da und isst Crabs. Crazy. Also ich meinst diese Pfannkuchenartigen französischen Dinger da wahrscheinlich, ne? Guten Appetit von Hydra. Hält meine Katze, reißt mir gleich meine Haare raus. Oh, und dann kannst du noch schreiben nebenbei. Das ist mutig. Ja, stimmt, am Nacken packen. Ja, da gibt es ja diesen Mutti-Griff. Haben wir den damals mal genannt. Wie die Katzenmutter ihre Jungen immer festhält. Wie war das jetzt nochmal? Weißt du, warum das nicht geht? Einfach in den Nacken greifen, so war das. Nee, weiß ich nicht, hab die ja nicht gebaut. Du kennst dich damit aus. Weil der Block-Damage aus ist. Ah. Ja. Ja, dann mach wieder an. Also, mich stört jetzt gerade nicht wirklich im Hochzimmer. Ich weiß den Befehl nicht mehr, hab ich vergessen. Hydra, weißt du das zufällig? Game Rule Mob Griefing. Ja, das kann ich dann auch machen, wenn du es eh nicht weißt. Achso, Game Rule. Ups. Mob Griefing. Game. Ups. Nee, ich mach schon. Ja. Game Rule. Hab schon. Mob Griefing. Und dann True. Macht man das. Hab ich gar nicht dran gedacht. Das war ja nur wegen den Creepern, dass wir das ausgemacht haben. Wegen der scheiß Mobform, die immer kaputt gegangen ist dadurch. Rotgold ist am ganzen Körper zerkratzt. Eieiei. Man muss aber mal ein bisschen aufpassen, dass ich das nicht entzünde oder so. Also ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich bin zwar ein Doktor, aber Hast du Mob Griefing wieder auf False gesetzt? Du hast es wieder auf True gesetzt. Du musst schon True. True ist an. Es geht gar nicht. Vielleicht müssen wir die Welt einmal neu laden. Wollen wir mal beide kurz disconnecten? Ne, in der Regel ist das gar nicht so. Oder mach mal Flash Reset, glaube ich? Nee. Warte, bevor du das jetzt machst, warte. Wie geht der zum Neuladen? Doch, ich glaube Slash Reset. Gleich ist die ganze Welt gelöscht. Crap mit was? Nutella, Banane, Erdnussbutter ist mein Fav. Und Maggi, wo Banane? Oh, ihr seid so geil, Leute. Wirklich. Ich feiere das so hardcore. Das ist mega nice. Monkey, bevor wir jetzt hier zu. Also, hast du dir überhaupt eine Banane verdient, sag mal? Matthias, gib Monkey keine Banane.
Ich weiß nicht, ob er das verdient hat. Das muss er erstmal beweisen, dass das so ist. Da bin ich mir nämlich nicht ganz so sicher. Centus ist ganz ruhig geworden jetzt. Was ist das eigentlich? Mob Explosion Drop Decay. Mob Decay. Decay ist ja sowas wie verschwinden. Oder überdauern. Ikieren zu Deutsch. Explosion Drop Decay. Das ist, wenn beim Explodieren von Creepern zum Beispiel, werden ja teilweise Blöcke gedroppt und andere nicht. Und die nicht gedroppt werden, die stellst du damit halt an oder aus. Aber es ist komisch, dass das nicht mehr geht jetzt. Wenn man ganz wild drauf ist mit extra großem Bacon. Oh, das ist krass auf Krebs. Also das fand ich als Kind immer so richtig, fand ich das so richtig komisch, wenn jemand herzhafte Sachen auf dem Krebs gegessen hat. Aber dann irgendwann probierst du das mal, irgend sowas Herzhaftes. Auch sowas wie Salami und Käse. Kannst du auch einmal draufballern. Komplett geil. LOK-Bananen sind die besten. Ja, das hoffe ich doch, ne? Die sind auch hier aus dem fernen, wo ist Süden? Aus dem fernen Süden hier angereist. Schön aus der Eisregion. Ne? Bananen kommen doch aus dem Süden, oder? Naja, keine Ahnung. So, wenn man mich sehen könnte mit der Maus. Das können wir leider nicht. Ich teste mal was. Hast du Mob-Griefing gerade an? Ich bin nämlich gerade an einer recht ungünstigen Stelle. Ist da an, ja. Ach, hier sind tausende Zombies jetzt. Willst du schlafen gehen? Ja, wobei, eigentlich könnte hier ein Creeper kommen. Ja, ich kann nicht so gut rennen, wenn hier gerade die Zombies hier sind. Die muss ich erst trotzdem clearen. Weil wir können gleich auch pennen gehen, kurz. Jetzt kann ich mich wieder besser bewegen. Und dann komme ich kurz pennen. Ach, du liegst ja gar nicht. Ich liege auf jeden Fall. Ich muss auch gerade mal auf die Zeit schauen. Irgendwas stimmt. Ich will mal kurz einen Schluck von meinem Kaltgetränk, wäre das klar, ne? Irgendwas stimmt nicht. Wenn es kurz wieder wird. Irgendwie ist das immer noch aus. Irgendwie ist der Damage. Ghost Girl geht jetzt ghosten. Mach das mal. Irgendwie ist der Damage immer noch aus. Schön, dass du da warst. Und pass schön auf die Mäuschen und Kätzchen auf, ne? Kann das an den neuen Einstellungen mit zusammenliegen? Welche Einstellung? Ja, du weißt schon. Ich weiß schon. Weil wir auch immer das Problem haben, irgendwas zu machen. Mit Admin Mode? Ja. Schlimmstenfalls könnte das sein, ja. Ups. Was gibt's denn noch für Open Pack Befehle? Bacon, Brown Sugar und Chili Erdbeermarmelade ist mega. Das klingt nach einer krassen Combo. Das klingt nach einer wilden Combo. Schönen Abend, Ghost Girl. Nee, weißt du, ich esse das hinterher noch. Jetzt bist du aber böse hier, ne? Ja, also wenn du Hunger hast, dann weiß ich nicht. Ich würde es, glaube ich, nicht empfehlen. Aber jedem das Seine, sag ich ja immer. Was kann man denn hier mit der Alchemie-Bench machen? Einmal nichts von dem, was ich dabei habe. Na gut. Tja, es kann halt wirklich sein, dass das an diesen neuen Einstellungen liegt. Das sollte ein Witz sein. Na gut, besser ist, ne? Besser ist. Was habe ich das? Pass schön auf die Kleinen und dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns. Wir sehen uns immer zweimal. Oder mindestens. Schaut mal die Do Entity Drops an. Entus. Boah, eigentlich kann ich da auch reingucken, ne? Bin ich mal hier in Sicherheit so lange.
Heißt das direkt Duel? Nee. Kann ich auch eine Game Rule, ne? Mhm. Rule. Two Entity Drops of Two. Hallo, das habe ich doch eben schon gemacht. Ja. Warte doch mal ganz kurz. Wenn, dann muss es doch auf Two, wenn du es auf Fall setzt, ging noch grad dann nicht. Kommen keine Entity Drops. Oder war es vorher auf Two? Wahrscheinlich. Nicht, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber das liegt wahrscheinlich mit der anderen Game Rule zusammen. Diese Claims. Nee, das ist doch so ein Spruch, dass man sagt, man sieht sich immer zweimal im Leben. Das meinte ich gerade nur. Da brauchst du keine Angst haben. Und dem Lord doch sowieso nicht. Oder etwa doch, meine werten Sklaven? Wenn jetzt jemand was Falsches sagt, ich habe noch genug Kerkerplätze frei. Okay. Ja, wobei eigentlich der Großteil schon im Kerker drin ist, also weiß ich gar nicht, wo ich den noch. Also. Das ist mal die Folter, kann man langsam anfangen. So. When enable claim chunk protection includes block protection against explosions, keep in mind the creeper explosions are also affected by the block mob protection options. Gesundheit. Hm. Das liegt an den Einstellungen. Ob das löcherfrei klappt hier, was ich gerade mache? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, da sind super viele Löcher jetzt drin. Na gut. Dann machen wir es mal nur zwei auf einmal. Creeper-Explosion ist auch an. Das hatten wir wieder angestellt. Das war ja das Mob-Griefing. Das hat man wieder angemacht und danach hat es wohl auch noch nicht funktioniert. Jetzt überlege ich mich, Grutem noch kurz bis halb zu schreiben. Meinst du trotzdem noch kurz bis halb zu schreiben? Handy mit L. Da kennt man. Ja, okay. Ja, nee, wir haben die Probleme seitdem das Modpack geupdatet ist. Da sind dann irgendwelche Einstellungen drin. Ja, das größte Problem ist halt immer, wenn wir joinen, dass wir erstmal uns Adminrechte jedes Mal geben müssen, damit wir überhaupt mit irgendwas interagieren können. Also Türen, Rechtsklick aufmachen geht, aber alles andere geht nicht. Druckplatte funktioniert nicht. Kiste auf, Blöcke platzieren, abbauen, alles sowas. Kannst du vergessen. Komme ich dann in den anderen Kerker als bei dem kloppten Zirkel oder muss ich wieder meine eigene Religion gründen? Wieso wieder deine eigene Religion gründen? Und sobald ihr, wenn ihr zu viel Unfug treibt, da kann Monkey wahrscheinlich Bände von erzählen, dann kommt ihr in die tieferen Folterkammern, die nach und nach noch errichtet werden. Und also ihr müsstet schon besonders herausragend irgendwie hier, ne, damit ihr wieder aus dem Kerker nach oben kommt. Also. Aber erstmal, bis wir da mehr Folterebenen und so haben, bist du erstmal im weißen Zirkel gefangen. Kann man sich mitverdienen? Was meinst du? Ach so, kann man sich einen Mann verdienen? Ich glaube nicht, dass du das meintest. Ja, schreib mal in Ruhe zu Ende. Wahrscheinlich ist das dein Handy jetzt. Ja, Monkey freut sich als einziger da unten zu sein. Ist ganz kühl da unten, vor allem im Sommer. Oh, ganz lustig da unten und kühl im Sommer. Ja, wenigstens einer freut sich, dass er da ein gratis Zuhause hat. Ja, was heißt gratis? Also ist. Nein, stopp! Ah. Nicht gratis! Ist nicht gratis. Garantiert nicht. Das zahlt ihr schön mit eurer Körperkraft hier.
Rastafari, das große Spaghetti-Monster, ist allmächtig und ich bin sein Sprachrohr. Kommt hier der nächste Hades oder was? Was sagt denn das Sprachrohr? Oder was sagt denn das Spaghetti-Monster? Gratis Essen von der LOK. Ja, aber am Arsch, ne? Die Banani zahlst du auch noch schön ab. Nur weil du hier in einer Schonphase bist von deiner Affenhand, heißt es nicht, dass alles gratis ist. Das wird alles schön zurückbezahlt. So, von wo kann ich mir denn das jetzt mal schön angucken? Hier. Gehen wir mal hier ein Stück hin. Kann ich mich hier mal draufstellen? Kann ich das dann schön sehen? Zu weit weg. Ich glaube, zur Not fliegen wir von hier aus nochmal hoch. Wenn du meinst. Ja doch, das sollte gehen. Ja, das sieht doch schon nach einem Schloss aus da hinten, oder? Nö. Jetzt sage ich nichts mehr, weil könnte sein, dass es wieder so läuft. Ja, wie du willst. Aber wenn du das jetzt so stehen lässt, ob man sich einen Mann verdienen kann, dann ist das vielleicht komischer, als wenn du es nochmal richtig schreibst. Ja, Zeit lassen beim Schreiben, muss ja nicht schnell tippen oder so. Ja, Kai, du bist neu, das stimmt. Schön, dass du da bist. Wenn du bist gerade ein bisschen am Technikprobleme lösen. Mhm. Und ich bin gerade hier ein bisschen am Schloss bauen. Das war der Anfang, ja? Das wird noch schöner. Ah, jetzt hast du es gelöscht. Naja, gut, das ist auch eine Möglichkeit, dem zu entkommen. Wieso ist hier eigentlich Cobblestone? Generiert das so? Scheint so. Matthias sagt Ghost Girl traurig. Das ist ein bisschen sehr nervig gerade. Also sonst lass uns das auch zum nächsten Mal machen. Vielleicht gibt es ja bis dahin auch ein Update, wo es dann wieder gefixt ist. Es sind noch Updates da. Habe ich schon gesehen, aber ich habe nichts gemacht gehabt. Dann lass uns doch das mal probieren, ob es dann wieder gefixt ist beim nächsten Mal. Morgen werde ich nichts. Dann können wir dann nochmal schauen. Werde ich nichts machen. Weil ich muss morgen noch was anderes machen. Ich will keine Thumbnails fertig haben. Meine Videos. Das ist morgen. Ach, da kann ich ja mal einen Chat fragen. Worauf habt ihr morgen denn mehr Bock? Eher Neuter oder eher Spelldisk? Das könnt ihr mir gerne mal sagen. Wenn Sandus keine Zeit für Minecraft hat. Naja, wir hatten auch das Ale and Tale noch, ne? Ja gut, das würden wir ja dann auch zusammen machen. Wenn du morgen so oder so keine Zeit hast, dann brauche ich auch nicht Ale and Tale allein anfangen. Ab wann hättest du denn morgen Zeit? Ob so wie heute. Ja, Ale and Tale können wir machen. So. Können wir ja machen, aber das, ich meinte halt wegen dem Server für Minecraft schon machen. Ach so. Sonst. Sonst schreiben wir da nochmal. Ihr könnt ja trotzdem mal in den Chat schreiben, worauf ihr sonst alternativ mehr Bock hättet. Dann kläre ich nochmal mit Centos, was wir dann machen. Das machen wir dann nach dem Spiel. Und was für ein Hobby gehst du nach? Wenn man fragen darf. Kann morgen nicht kommen. Das ist natürlich schade. Aber wir sind ja jetzt wahrscheinlich die ganze Woche wieder da, außer Samstag, ne? Da geht's immer nicht bei mir. Nein, warum nicht? Quatsch, Ghost Girl, du brauchst doch keine Angst haben. Hier beißt niemand. Auch wenn die Hydra viele Köpfe hat, die beißen alle nicht. Und wenn da jemand beißt von Hydras Kopf, dann die Hydra ist hier eher doppelt lieb und dreifach ein. Ja, dann wird die Hydra. Guck, das ist die Hydra. Das kleine Kanickel da. Nö, ist die Hydra. Im Discord gibt's keinen Channel für Minecraft. Ich war schon an Überlegen, einfach einen hinzuzufügen, aber ich weiß nicht, was Tag dazu kannst sagt. Kannst ja machen. Ja, mach doch. Aber wo? Ja, einfach einen neuen Raum aufmachen. Sklavenvolk mit rein oder was? Oder einfach nein, generell. Ich habe ja für Neuter gibt es da so einen extra Channel und für Minecraft dann auch. Und eigentlich wollte ich da auch nochmal Magicraft drüber schieben, aber seit ich das jetzt lange nicht mehr gezockt habe, habe ich das noch nicht gemacht bisher. Vor dem Spaghetti-Monster hast du Angst. Ich bin morgen von 6:30 bis 17 Uhr am Maluchen im Namen des Spaghetti-Monsters. Okay. Ach, ja, also vor 17 Uhr bin ich auch nicht zu Hause, ne? Ich bin auch bis 17 Uhr mindestens unterwegs. Und dann wäre es wieder so ab 18, 18:30, 19 Uhr, sowas in dem Dreh. Wie lange hattest du jetzt eigentlich noch Zeit? In der Woche sowieso einstellen. Jetzt noch ein paar Minütchen.
Ich nehme jetzt gerade keine neuen Steine mehr. Ich packe jetzt noch mein Lager hier leer und quatsch, mein Inventar leer. Dann ist jetzt so langsam. Zeit zum Bachata oder Bachata tanzen. Das ist eines meiner Hobbys. Salsa und Bachata. Ja, keine Ahnung, wüsste jetzt auch nicht, wie man das ausspricht. Spricht man das hart aus? Also, oder Bachata? Eins oder zwei? Was? Also, cooles Hobby. Wie gemein, hab Schule. Aber wahrscheinlich dann auch morgen früh, oder? Also, morgen Abend könnt ihr ja, ne? Also, wie gesagt, ich bin erst ab abends online. Bachata. Monkey steht da gerade auf, das passt. 18 Uhr klingt super. Ja, okay. Das dann hast du ja direkt einen schönen Einstieg in den Tag mit meinem Stream dann. Übrigens, immer noch so heiß bei dir, Monkey, oder nicht mehr so? Man spricht es eher Bachata aus. Bachata. Bachata. Ah, okay. Sagt mir nichts. Also Salsa, den Tanz kenne ich, das dachte mir was, aber... hast du Gelegenheit, dich nochmal hinzulegen, Centus? Wenn jetzt gerade schon wieder Nacht ist. Ich weiß nicht, wie viele Nächte jetzt schon wieder rum sind. Weiß ich auch nicht. Ja, morgen hab bis 5 und bis 16.20 Uhr Schule. Wie gesagt, da bin ich auch noch unterwegs. Bei Hydra fängt das um 19 Uhr an. Ach so. Ja, dann kannst du ja auch noch fix reinschauen kurz, ne? Nee, also, ich gucke mal, dass die zukünftigen Streams jetzt online bleiben können. Da sollten sich ja jetzt eigentlich keine Fehler mehr eingeschlichen eigentlich. Haben. Eigentlich. Macht man immer so, ne? Aber, dann könnt ihr entweder immer nachschauen oder ihr kommt halt später rein oder kommt an einem anderen Tag rein, ne? Das ist ja alles kein Problem. Ist ja ganz entspannt hier, ne? Also. Ghost Girl, das klingt ja ekelhaft. Habe ich da was verpasst? Achso, mit der Schule. Ja, das ist wahrlich ekelhaft. Es geht mittlerweile angenehm 27 Grad nur noch. Nur noch. Hier war heute echt so ein richtiges Mistwetter. Hat bei dir auch so krass geregnet? Ja, ja. Ja, das ist bei uns auch komplett rübergezogen hier. Jetzt könnt ihr sogar, hier, ne, wer beim Wetterdienst aufgepasst hat heute, ne, könnt ihr herausfinden, wo wir grob wohnen. Könnt ihr ja mal Vorschläge abgeben. Muskel, du hast 20 Minuten länger Schule, als ich arbeite. Das ist wirklich echt mies. Das ist krass mies. Also Schule länger als Arbeit. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Kommst du doch mal auf den Turm hoch? Zur Schule, auf den Turm, ja. Als ich damals zur Schule gegangen bin, da hatten wir sowas von Viertel vor 8 bis um 1. 10 vor 1. Also 7.45 bis 12.50 Uhr. Ich habe auch Schule von 7 bis 16 Uhr früh gehabt. Warte, ich Ganztagsschule. Jetzt habe ich deine ganzen Kackpfeile hier eingesammelt. Ich hoffe, das war nicht dein Ziel. Ich habe da reingeschossen. Guck mal, die Pfeile, die da rumwippen. Und dafür hast du mich jetzt hier hochgeholt? Nö. Nö. Wollen wir mal hier oben beenden, oder was? Kack aber so ab, dann. Weil ich am Morgen... Französisch und Englisch am Morgen. Gut, Englisch finde ich noch cool. Das ist eine sehr, sehr praktische Sprache, aber Französisch. Nee. Naja, mach einfach mit. Wir haben eine Schule. Da ja irgendwann durch. Schule eher bildende Kunst anstatt Englisch gemacht. Nee, bei uns gab es an Fremdsprachen. Fanden wir alle echt Englisch super. Und dann. War ja immer im Bock. Auswahl hatten wir Spanisch, Latein, Französisch oder. Griechisch oder Russisch? War ja immer ein Wochenwechsel, können. Aber naja, wir haben mehr bildende Kunst als Englisch gemacht. Okay, krass. Und dann muss ich immer am Platz ruhig bleiben und öffentlich aufstehen. Aber ihr dürft doch bestimmt aufstehen, wenn ihr zur Toilette müsst oder so. Also das wäre ja illegal, wenn euch die du Lehrer weißt nicht doch, aufstehen wie die lassen. Lehrer sind manche. Es ist trotzdem illegal. Also da kann der Lehrer sagen, was er will. Wenn er dich sitzen lässt, wenn du hardcore kacken musst, dann hat er dich gehen zu lassen. Und auch wenn du dreimal die Stunde kacken musst, das ist dein gutes Recht und da haben auch Kinder das Recht. Also da lasst euch nichts einreden und sagt das zur Not hier den Eltern oder so. Dir noch einen schönen Abend, Ghost Girl.
Ja, genau. Und einen schönen Abend, viel Spaß in der Schule und eine gute Nacht. Gute Nacht. Wir sind ja sowieso, also ich bin auf jeden Fall auch fast am Ende. Ich weiß nicht, du machst dann wahrscheinlich auch nicht mehr weiter, ne? Ne, ich mach dann auch nicht mehr weiter. Nimm mal deine Kacke hier. Jetzt runter auf meinen Goldblock. Erzählen, der nervt mich schon wieder. Nein, tue ich nicht. War eine echt gute Landung. Ich mach gar nichts. Jo, YouTube habe ich heute auch wieder keine Ahnung. Ja, das mal rausgehört. YouTube habe ich heute auch wieder keine Mod gemacht, aber ist ja egal. Ja, das passt für mich. Ja. Na gut, dann würde ich auf YouTube erstmal sagen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Minecraft Dark RPG mit den Lord Dark. Jo, ciao, ciao. Ciao, ciao.